Herzlich willkommen zu einem neuen Meditationserlebnis. Und zwar geht es heute um die Freiheit, deine emotionale Freiheit, und zwar um deinen Freiraum, wie du emotional auf Dinge reagieren kannst, wie du emotional auf Einflüsse, auf Impulse reagieren kannst, dass du also nicht immer in deinen alten Triggern hängen bleibst, dass nicht immer wieder die alten Skripten hochfahren, dass du dich nicht immer wieder über dieselben Situationen ärgerst, dass du da flexibler wirst, dass du da freier wirst. Und im ersten Teil dieser Meditation wirst du in deine Mitte gebracht. Also da geht es ganz klar darum, einfach ins Zentrum zu gehen, und dann lösen wir so diese alten emotionalen Trigger, Verbindungen, die wir gespeichert haben, und dann schauen wir, dass wir Kreativität, Freiheit reinbringen. Gut, dann lade ich dich gleich mal ein, schließ bitte deine Augen und atme mal tief ein und wieder aus. Nochmal tief ein und wieder aus. Und nun erlaubst du dir mal, dass jeder Anteil, der im Außen verkettet ist, im Außen verknüpft ist, zu dir zurückkehrt. Also alles, was sich nach außen ausdehnt, soll jetzt mal zu dir in dein Zentrum zurückkommen. Und du kannst dir das so vorstellen, dass eben sämtliche Energien sich vom Außen entwirren, entknüpfen, befreien. Also Verbindungen werden jetzt mit dem Außen gelöst und die Energie zieht sich zu dir zurück. Du kannst dir das als Lichtstrahl vorstellen, der nach außen gestrahlt ist und jetzt nach innen scheint. Also sämtliche Verbindungen ziehen sich jetzt mal zu dir in dein Innerstes zurück. Und nun geschieht eine tiefe, tiefe Reinigung. Denn die Energien, die im Außen verweilten, die sind natürlich auch ein bisschen in Mitleidenschaft gezogen. Die haben sich ein bisschen verbraucht, sind ein bisschen schmutzig geworden. Ungefähr so, wie deine Haare oder deine Kleidung, die im Außen sind, auch schmutzig werden. Und deshalb fließt jetzt mal so eine tiefe Reinigung zu all diesen Anteilen hinein. In dir kannst du dir vorstellen, es ist wie eine goldene Waschmaschine, wo deine Energie aufgetankt und regeneriert wird. Und deine Energie wird also gereinigt, wird klarer, wird freier. Und in der neutralen Form kann sich deine Energie jetzt fokussieren, dass du in deine Mitte kommst. Vor allem visualisiere eine neutrale Energie bei deinem Herzzentrum und bei deinem Solarplexus. Und diese Energie richtet sich jetzt im Inneren deinem Mittelpunkt, deinem Zentrum zu. Sämtliche äußeren Verwicklungen und Blockaden fallen ab. Und du spürst, wie du mehr und mehr bei dir ankommst. Und je tiefer du in dein Bewusstsein sinkst, je näher du in deine Mitte kommst, umso klarer werden die Trigger,
die im Außen gesetzt sind, die dich emotional wieder binden. Und wir beginnen jetzt mal mit kommerziellen, kapitalistischen Triggern, sage ich mal. Also zum Beispiel Shops, Werbung, Geschäfte, vielleicht sowas wie Amazon. Und dieser emotionale Hook, dieses, wenn du da jetzt was kaufst, wirst du glücklich oder zufriedener, das kann sich jetzt lösen. Und du ziehst dich in dein Wesen, in deine Mitte zurück. Und du siehst vielleicht so vor deinem geistigen Auge im Außen so einen Punkt, so einen Transformationspunkt. Das ist so dieser kommerzielle, kapitalistische Trigger. Und der wird da jetzt gelöst und transformiert. Der nächste Trigger ist dein Arbeitsumfeld und auch alles, was mit Geld zu tun hat. Ich muss etwas leisten, um leben zu können. Ich muss mir meinen Lebensunterhalt verdienen. Auch das ist ein emotionaler Trigger. Und der wird jetzt transformiert in einem violetten Licht. Der nächste Trigger ist deine Gegenwartsfamilie. Ist dein Partner, deine Partnerin oder sind deine Kinder? Und auch das sind emotionale Trigger und auch die dürfen jetzt transformiert werden. Also sämtliche emotionalen Eindrücke, die du deiner Gegenwartsfamilie gegenüber hast, werden nun transformiert. Und so ein weiteres violettes Licht erscheint jetzt in deinem Umfeld. Das nächste emotionale Thema ist dein Freundeskreis. Das sind deine sozialen Kontakte. Und auch dort werden Trigger jetzt transformiert. Und ein weiteres violettes Licht erscheint. Der nächste große emotionale Trigger ist deine Herkunftsfamilie. Also dein Vater, deine Mutter, deine Geschwister. Und hinter dir erscheint jetzt ein großes, strahlendes, violettes Licht, das auch diese Trigger transformiert. Du spürst jetzt schon, dass rund um dich immer mehr so violette Lichter auftauchen, fast wie ein Sternenhimmel. Und jetzt werden auch noch Gedankenmuster transformiert, die dich emotional triggern. Und Manipulationsenergien werden nun transformiert, die dich emotional triggern. Und du kannst jetzt mal wahrnehmen, dass dieser Raum immer größer um dich wird, dass du immer freier wirst. Und nun erlaubst du auch, dass all deine Sehnsüchte und Wünsche, die dich emotional immer wieder triggern, transformiert werden. Und sich lösen können. Alles, was keine positiven Sog in deinem Leben erzeugt, eine positive Motivation, einen Zug nach vorne,
die dich weiterbringt, sondern was nur Sehnsucht ist, das darf jetzt transformiert werden. Sämtliche Wünsche, sämtliche Zukunftsgedanken werden nun transformiert. Alle körperlichen Attribute, die dich triggern, bei deinem eigenen Körper oder bei anderen, werden nun auch transformiert. Sämtliche Meinungen und Urteile werden nun transformiert. Und du spürst jetzt, dass dein Herzzentrum immer freier wird und immer klarer. Und dass eben so emotionale Anspannungen, emotionale Trigger immer weiter aus deinem Energiefeld entfernt werden. Und du erlaubst dir nun, dein Herzzentrum ganz zum Ursprung zurückzuweihen, nämlich zum Liebe geben und Liebe nehmen. Ich empfange Liebe. Ich bin jetzt bereit, göttliche Liebe zu empfangen. Und ich bin auch bereit, dass diese Energie durch mich hindurch fließt und sich dadurch auch verteilt, sodass ich ein Bild, ein Symbol der göttlichen Liebe auf Erden bin. Dass ich in meinem besten Licht hier erscheinen kann. Und du spürst nun, wie sich dein Herzchakra weitet, wie dieser Liebesfluss, dieser Lebensenergiefluss in dich einfließt. Und du spürst jetzt auch, dass es nach vorne weitergeht und weitergegeben wird. Dass noch mehr Blockaden sich lösen und du immer freier und flexibler wirst. Du spürst in dir und um dich herum einen unendlichen Freiraum. Und du bedankst dich jetzt mal für diesen Freiraum, für diese Flexibilität, für diese Freiheit. Und du spürst, wie alles weiter, weicher wird und ruhiger. Und nun aktiviere in dir die Flexibilität und Kreativität, die Pfiffigkeit, die Flexibilität, um auf alte emotionale Trigger neu und kreativ reagieren zu können. Und du spürst nun eine Leichtigkeit, eine Freude, ein Tänzeln in dir. Und dir wird bewusst, dass du dir alles herrichten kannst, verschieben kannst und lösen kannst, transformieren kannst, dass du frei bist. Und du atmest nochmal tief ein und wieder aus. Und betrachtest mal deinen Freiraum rund um dich herum. Und solltest du irgendwo noch das Gefühl haben, dass da eine Einschränkung ist, dass da irgendeine Enge ist, dann erlaube einfach, dass sich auch diese Träger transformieren, sodass du ganz frei und flexibel bist, dass dich nichts einschränkt und dass dich auch nichts belastet.
bedanke dich jetzt mal für diese reinigende Erfahrung, für diese Weite in deinem Leben. Und nimm noch mal wahr, wie du alle alten Trigger hinter dir gelassen hast. Also dieses ganze Transformationssternenzelt liegt hinter dir. Du bist ganz in dir zentriert, ganz frei, ganz klar. Und du spürst, dass du jetzt mit einer neuen Kreativität, Wachsamkeit und Achtsamkeit, Bewusstheit, emotional frei wieder zurück in dein Alltagsbewusstsein gehen kannst. Atme nochmal tief ein und wieder aus. Und spür nochmal die Präsenz, diese absolute Präsenz, wenn du in dir bist und nicht in alle Winde zerstreut. Und du bedankst dich jetzt nochmal bei der geistigen Welt. Atmest tief ein und wieder aus. Streckst dich mal durch. Bewegst deinen Körper. Und kommst ganz in deinem Tempo ins Hier und Jetzt, in diese Zeit, in diesen Raum zurück. Und du fühlst dich klar und entspannt. Und wenn du soweit bist, dann öffnest du deine Augen und kommst wieder ganz ins Hier und Jetzt zurück. Wie ist es dir mit dieser Reise gegangen? Hast du vielleicht ein paar Trigger identifizieren können? Ich bin gespannt auf deine Kommentare. Schreib es mir gerne rein und deine Erfahrungen. Lass mir gerne einen Daumen hoch da, abonniere meinen Kanal, teile das Video und ich freue mich aufs nächste Mal. Dein Oliverini aus dem wunderschönen Linz. Tschüss.